arbeiten. Eigentlich wäre es mal eine spannende Idee für eine Spielversion, dass man, also für so ein Regelwerk, dass man immer hier sagt, ja, man macht jetzt, die müssen 1 Million haben. Wookie Muldenkipper kann 40 Tonnen wegkarren, 112. Na gut, das bringt irgendwie beides nichts, ne? 30 Tonnen, 40 Tonnen, 112. Ist eigentlich das gleiche hier, ne? Na, da wären wir beim Pritschenlaster. Würde ich hier einfach mal sagen, so. Ach so, halt, jetzt habe ich wieder. Gemeinsam Fahrpläne hätte ich gern, so. Abfahrt. Was ich bei den gemeinsam genutzten Fahrplänen schade finde, ist, dass man da keinen eigenen Fahrplan noch dahinter basteln kann. Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das für ein Auto? Kommt denn das hier? Achso, das ist der hier. Hat mir das nie irgendwie dicht gemacht? Wald schließt. Wie gesagt, es wäre schön, wenn sich dort nur die Industrien melden, die die wir auch anfahren. Hier auf der Insel können wir mit dem Schiff transportieren. Finden wir noch eins, die haben wir jetzt gemacht, hier die zwei. Dann haben wir noch, hier ist direkt eins in der Strecke. Auch wieder toll, dass jetzt hier doch das geht mit einer Kurve. So, brauchen wir hier ein Ausweichgleis oder würde das reichen? Wir machen es mal ohne. Das werden wir dann sehen, ob es Stau gibt. Da meckert das Spiel ja dann an irgendeiner Stelle. Das lasse ich jetzt einfach mal auf mich zukommen. Okay, nur Mine und jetzt wieder hier hoch. Genau, Eisenerz, zack. Kohlezüge machen 1,2. Ja, die haben teilweise wirklich so elendlange Strecken. Züge Verlustgeschäft. Oh, da müssen wir natürlich aufpassen, dass das nicht unsere Bilanz reinreißt. Aber solange wir Gewinn machen, ist das ja in Ordnung. So, hier unten wäre noch eins, hier wäre noch eins. Also die drei haben wir noch. Ein neues Schienenfahrzeug. Und eine neue Magnetschwebbahn, die sogar schnell ist. Oh. Das knallen wir hier ran. Auch mit den Depots haben wir uns aber irgendwie ein bisschen hier. Machen wir uns hier keine Freude, so wenige wie wir hier haben.
So, Abfahrt, der nächste. Warum fährt denn der jetzt dort hoch? Ach so, ich sehe schon. Einmal umdrehen bitte. Und dort reinfahren. Vielen Dank. Das sind Strecken, die hier zurücklegen. Das ist doch der helle Wahnsinn. Du kennst uns Angebot. Das haben wir schon. Spiel, denk dir doch mal was anderes aus, bitte. Das haben wir schon. Ich überlege gerade, ob ich das... Da ist ja schon so viel los. Ob man das mal als Pilotstrecke für... Eigentlich schon so schnelle Züge. So, da staut sich es jetzt wieder. Lass mich raten. Der will geradeaus, der will geradeaus. Dort Glück gehabt, was wieder zurück. Sollst du doch gar nicht. Du hältst an. So, gelöst. So, jetzt zurück zu der Stadt. Dort überlege ich mir nämlich gleich, ob man da nicht mal testweise. Hier ist ja wirklich viel los. Gut, für den Shinkansen ist das zu kurz hier. Da könnte man höchstens auf Normalspur gehen. Na, nächste Kohleberg. Oh nee, wo war denn das jetzt? Oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo das war, hier mit diesem Kohlebergwerk. Oh, irgendwas mit K, glaube ich, ne? Gut, die fahren bloß 120 hier. Lohnt sich das eigentlich noch gar nicht auf 130? Und was macht die Lok für eine Geschwindigkeit? Gut, das wäre schon schneller, wenn man 130 Normalspur bauen könnte. Aber ich habe dann Angst, dass... Kann ich es einfach so umrüsten? Ah, das geht. Dann wird das hier die erste elektrifizierte Normalstrecke in Japan. Der Zug fliegt raus. Diesen, der 130 fahren kann und knallen dann noch ordentlich. So sieht der Zug aus, sieht aber komisch aus. Könnte ich mir jetzt nie vorstellen, dass es so real ist. Wir schicken den mal los. Hat sich verirrt. Ach, da ist noch ein kleines Stück. Ja, ist ja nicht schlecht, wenn der Zug, wenn die Leute jetzt schneller kommen zur Arbeit und so in die andere Stadt. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass hier jetzt ein Bahnübergang gespawnt ist. Aber solange die LKWs da noch nicht drüber fahren, in den gehen nämlich jetzt richtig viele Leute rein. Also, wenn das Ding hier voll ist, Wahnsinn. Der hat gleich mal die Station leer geräumt. Also wenn der jetzt nicht einen Haufen Kohle macht, dann weiß ich es auch nicht.
Achtung. Und. Oh, lädt noch ein. 176.000, also kurzum. Das hat sich schon gelohnt. Mal gucken, wie es jetzt auf dem Rückweg ist. Jetzt muss ich erstmal nach diesem Kohle-Ding suchen, was hier dicht gemacht hat. Das war irgendwas mit K, glaube ich. Kawasaki. Nee. Kinu. Nee. Kozaki. Nee. Normalerweise steht dann immer da, dass es gleich schließt. Da war aber ein Bahnhof von uns. Das schränkt das Ganze schon mal so ein bisschen ein. So, gucken wir erstmal nur mal hier kurz. Oh, ein Shinkansen. Der hat bis 58.000 jetzt verdient. Hä? Da waren noch ein Haufen Leute drin. Willst du mich verarschen? Hm. Ach hier, Matsushima Mine. Naja, komm dann. Ab ins Depot und weg mit der Strecke. Und woanders? Ach, hier unten. Ja, genau, da hat jetzt noch irgendwas gerade erneuert hier. So, also, geht's noch? So, wir wollten jetzt hier unten weiterbauen. Das haben wir schon erledigt hier. Der wartet noch. Achso, hätte man gleich hier. Naja. Ob es ein Patch gibt, wo Industrien niemals schließen? Die ganze Strecke hätte man doch bauen können, aber ich glaube, dafür ist die Strecke einfach zu kurz. Shinkansen ist dann eher was für richtigen Fernverkehr, so wie einmal quer über die Karte. Da müssen wir wahrscheinlich ganze Strecken neu bauen, weil beim echten Shinkansen ist das ja auch so, dass die da irgendwie getrennt oder sowas verkehren vom üblichen Netz. Und das würde hier natürlich auch so sein. Ohne Frage. So, hier bräuchte man jetzt auch noch irgendwie eine Ausweichstelle. Aber ich baue erstmal den Zug, der jetzt dort hinfährt. Das habe ich jetzt wieder gelöscht, aber was muss ich wieder durchgehen und gucken? Das ist natürlich auch wieder ärgerlich ohne Ende. Ein Schienenfahrzeugtyp. Ah, wir bleiben jetzt bei dem, der 130 fährt.